Liebe Grüße in der Schweiz. Dankeschön. Schauen Sie gerne fern? Also tun Sie gerne Fernsehschauen zu Hause? Aha, wahrscheinlich hat es nicht so, so bayerisch verstanden. Sie zu Hause, schauen Sie gern Fernsehen? Ja. Ja? Ja. Ja, welche Folgen oder was schauen Sie am liebsten? Serien. Serien? Ja. Aha, Serien, das ist schon mal gut. Sie auch Serien? Ja, auch. Welche Serie zum Beispiel? Ab Viertel neun, wie heißt sie? Ab Viertel neun? Ja. Tagesschau. Tagesschau, das ist eine tolle Serie. Tolle Serie. Sie auch? Sturm der Liebe natürlich. Sturm der Liebe, das ist natürlich klasse, ne? Riesenerfolg, ja. Sturm der Liebe. Kommt ja, glaube ich, jeden Tag, ne? Jeden Tag, ja. Ja? Sind Sie da? Den Herrn Sonnenbichler habe ich gestern gesehen. Sie haben gestern den Herrn Sonnenbichler gesehen? Ja. Aha. So, und Sie sind richtig großer Fan von Sturm der Liebe? Ja, bin ich. Verpassen Sie da keine Folge? Ja, wenn es eben geht, nicht. Das sind ja schon weit über 1000. Ja. Die haben Sie fast alle gesehen? Ja. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Gisela. Die Frau Schnärer, kann das sein? Ja. Herzlich willkommen bei Immer wieder sonntags. Dankeschön. Darf ich Ihre Handtasche auf meinen Schoß nehmen? Sehr schön. Frau Schnärer, was machen Sie beruflich? Ich bin Hausfrau. Mhm. Und Sie haben aber mal einen ganz interessanten Beruf gehabt. Ja. Ja, was waren Sie? Ja. Politesse. Auch, ja. Drum kenne ich Sie nämlich. Habe ich Sie verwarnt? Ja, nein, ich glaube, ich habe Sie schon mal. Ja, dann war das auch sicherlich in Ordnung. Hatten Sie auch schon öfter einen Sturm der Liebe, privat? Ja. Ja, den muss es auch mal geben, einen Sturm der Liebe, ne? Ja, sicher. Sturm der Liebe, das ist eine wunderschöne Folge mit dem, wie heißt der Hof, wie heißt das Hotel? Der Fürstenhof. Genau, ja, der Fürstenhof. Und da sieht man immer im Hintergrund die Alpen, da bin ich zum Beispiel her, ne? Also die Berge, wo man im Hintergrund immer sieht, da winkt immer der Onkel am Rossi raus. Da bin ich zu Hause, ja. Aber Sie haben halt riesengroßes Glück, Frau Schnärer. Ja? Weil wir drehen heute zufällig eine Folge von Sturm der Liebe. Ja, super. Ja. Das ist ja hier toll. Auf unserer immer wieder Sonntagsbühne. Würden Sie da gerne mal ein bisschen mitspielen? Weiß ich nicht, ob ich das kann. Aber Sie dürfen gerne. Kommen Sie mit mir auf die Bühne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Frau Schnärer, darf ich Ihnen die Handtasche geben? Passen Sie gut drauf auf. Frau Schnärer, darf ich Sie bitten, setzen Sie sich auf diesen Stuhl hier. So, auf diesen Stuhl hinsetzen. Ich binde Ihnen noch ein Mikrofon um, damit wir Sie gut verstehen. Beim Fernsehen ist es nämlich ganz wichtig. Wir beide sitzen hier in der Hotelhalle vom Fürstenhof. Schaut ein bisschen jetzt anders aus. Wir machen gerade Renovierungsarbeiten. Ja, der Alfons fehlt. Wer fehlt? Der Alfons. Der Alfons? Mhm. Ja, das ist ja nicht immer so leicht, die müssen ja jeden Tag drehen. Aber gut, wir spielen das heute mit ganz interessanten Darstellern. Ich bin nämlich der Regisseur. Mhm. Ist das okay, Frau Schnärer? Ja, ist in Ordnung. Ich bin Regisseur, ich setze mich hier unten hin. So, muss ein bisschen schauen, ob das hier alles passt. Okay, passt alles, Frau Schnärer ist da. Kameras laufen? Laufen! Gut, bitte, ab! Frau Schnärer, grüß Sie. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich Ihnen, ja, Frau Schnärer. Bitte behalten Sie doch Platz. Das ist eine Überraschung, hä? Ja. Ja, ja, aber solche Sachen macht er im Ross. So ist er. Ja. Dann drehen wir. Ja, dreht's bitte schön. Geht da hin. Alfons! Oh, das ist die Charlotte. Die Ex-Frau vom Chef. Die Charlotte. Charlotte. Darf ich dir die Frau Schnärer vorstellen? Das ist die Frau Schnärer. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört, liebe Frau Schnärer. Ich auch von Ihnen. Ja? Wissen Sie was? Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Was halten Sie davon, wenn wir zwei, mein Mikro geht nicht, glaube ich. Doch. Ja? Hab alles im Griff hier. Wenn wir zwei mal nach Afrika fahren, was halten Sie davon? Ah, super. Ja, machen wir das. Das ist doch eine gute Idee. Ja, toll. Siehste? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach, der Werner kommt auch noch. Nein, ja, was ist denn hier los? Charlotte! Ja, was machst du denn hier? Werner, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich fahre mit Frau Schnärer nach Afrika. Ach, das ist Frau Schnärer? Ja, grüß Gott, Frau Schnärer. Schön, dass Sie im Fürstenhof sind. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist ja noch viel heißer als hier. Sag mal, musst du dich immer in meine Angelegenheiten mischen? Nee, ich glaube, dass helfen Sie mir, der Herr Direktor da schon recht hat. Ja, ja, das Klima hier ist bestimmt viel verträglicher für die Frau Schnärer. Außerdem gibt es noch einen ganz anderen Grund, dass Frau Schnärer unbedingt hier bleiben muss. Und der wäre?
Derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Verschnärrer heute hier bei Immer wieder sonntags dabei ist. Der Unbekannte, der an Stefan Ross geschrieben hat, damit wir Sie hier heute überraschen. Der ist nämlich auch hier, Frau Schnärrer. Nein. Und der steht da vor der Tür. Doch. Schauen wir mal, ob er da ist. Jawohl, der Max ist das. Maxi. Danke, Max. Einen Applaus für unseren Max. Du hast das gemacht, ja. Bist du denn noch Bescheid? Wie immer. Ich bin froh, dass ich eine Oma habe, die immer für mich da ist. Wenn ich erwachsen bin, kann ich mich an all die schönen Dinge erinnern, die wir zusammen gemacht haben und noch machen werden. Ich hab dich ganz so lieb. Ich dich auch. Das ist unser heutiges Happy End. Vielen, vielen Dank den Darstellern dieser einmaligen Extra-Folge von Sturrender Liebe. Einen Riesenapplaus an Sepp Schauer, Mona Seefried und Dirk Galuba. Und als Enkel Max, der Max. Frau Schnärrer, jetzt sind Sie aber überrascht, ja, oder? Darf ich Sie ein bisschen eindrehen, so, dass wir Sie auch gut sehen? Jetzt sind Sie sprachlos, ja. Oder? Ja, bin ich. Ja, also das hätten Sie nicht gedacht. Auf keinen Fall. Ja, also das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen viel. Ich habe aber noch was für Sie, Frau Schnärrer, eine noch kleine was? Überraschung. Ja, oh nämlich Sie dürfen nach München reisen. Sie dürfen mal hinter die Kulissen schauen von Sturm der Liebe. Oh, ist super. Das mal was? Ja, toll. Backstage können Sie zuschauen, wie die Damen und Herren drehen von Sturm der Liebe. Ja, ganz toll. Da freuen Sie sich. Super, danke schön. Gerne, Frau Schnärrer. Ja, es geht aber noch weiter. Sie dürfen mitspielen in eine der Folgen. Wenn Sie schon mal in München sind, haben wir gesagt, Frau Schnärrer, dann müssen Sie mitspielen. Wir freuen uns auf diese Folge von Sturm der Liebe. Dankeschön an Sie alle, Frau Schnärrer. Blumen Dankeschön. Für Sie von mir. Und jetzt kommen wir wieder in meine bayerische Heimat zurück.